Ja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist ja ein weltweites Problem und Kiel ist da nicht ausgenommen. Wir unternehmen zwar enorm viel in Sachen Klimaschutz, also überhaupt den Klimawandel möglichst niedrig zu halten, aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich um die Auswirkungen des Klimawandels, der kommen wird, egal ob wir uns jetzt nun besonders stark bemühen oder nicht und ob alle mitmachen. Wir versuchen bis zum Jahre 2050 die Landeshauptstadt Kiel zur Klimaneutralität zu führen. Aber gleichwohl wissen wir um den Meeresspiegelanstieg, zum Beispiel über die Starkregenereignisse, um Sturmereignisse, die zunehmen werden. Und da versuchen wir uns natürlich darauf vorzubereiten. Mit der Meereslage liegt es natürlich nahe, dass wir immer sehr scharf beobachten, wie liegen die Prognosen, was der Meeresspiegelanstieg angeht. Wir rechnen im Moment mit 50 bis 60 Zentimeter Meeresanstieg bis 2100. Und ich sage mal, gerade die Maßnahmen an der Kaimauer, an der Kailinie, die Umgestaltung, die momentan stattfindet, da werden solche Faktoren schon berücksichtigt. Hier werden die entsprechenden Hochwasserschutzmaßnahmen schon höher gezogen. Und auch hier auf dem Kieler Stadtgebiet versuchen wir genau das zu tun. Genauso ist es mit entsprechenden Entwässerungsleitungen. Also wenn zum Beispiel Bäche in die Förde entwässern, da entsprechend auch schon baulich jetzt vorzusehen, was die Entwässerungsklappen angeht und so weiter, dass man den Meeresspiegelanstieg jetzt schon berücksichtigt. Ja, also ich hatte gerade noch Starkregen genannt, also das sind die entscheidenden Faktoren. Mit Hitzeereignissen haben wir jetzt erstmal nichts vornehmlich zu rechnen. Gleichwohl ist es schon mein Plan, in Zukunft mal einen abgestimmten Masterplan zu haben, auch zum Thema Klimaanpassung, wo so etwas durchaus mal mit Klimakarten untersucht wird, ob wir möglicherweise Hitzeinseln in der Stadt finden. Aber in der Regel ist Kiel ja so gut durchlüftet, dass wir nicht solche Probleme haben, wie es schon in anderen weiter südlich gelegenen Großstädten der Fall ist. Gleichwohl bereiten wir uns eben auf andere Ereignisse vor. Und das ist das Thema Starkregen. Da ist hier bei uns die Stadtentwässerung natürlich an erster Stelle dabei, aber auch unsere untere Wasserbehörde. Das reicht dann von Maßnahmen, ich sag mal, der milderen Art, nämlich Gewässerrenaturierung durchzuführen, um den Gewässerabfluss zum Beispiel zu optimieren, zu verbessern und gleichzeitig die Wasserqualität auf den optimalen Stand zu bringen. Aber auch Vorrang von Versickerung von Wasser auf den entsprechenden Baugrundstücken, bevor man es nun einleitet, um halt möglichst viel Retentionsflächen zu haben. Bisher gibt es da noch kein abgestimmtes Konzept, das man über der ganzen Linie, ich sag mal, in Kommunikation mit den Anwohnern tritt. Ein ganz wesentliches Feld sehe ich darin, in der eigenen Risikovorsorge des Immobilienbesitzers, hier mit Information, Beratung, an die Front zu gehen. Das trifft natürlich vorrangig auch den Bauherrn, derjenige, der einen Bauantrag bei uns stellt, den direkt zu sensibilisieren und zu sagen, was er an einfachen Maßnahmen zum Beispiel vorsehen kann, um bei Starkregenereignissen Überschwemmungen in seinem Bereich zu verhindern. Aber das ist noch im Aufbau begriffen. Also da haben wir jetzt noch kein Konzept, was wir direkt ziehen können. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel mit dem Klimabündnis Kieler Bucht zusammengearbeitet. Eine Broschüre wurde von der Seite dort veröffentlicht, die einfach zur Sensibilisierung der Bevölkerung beitragen soll. Da, wie gesagt, sind wir dabei, halt ein entsprechendes Informationssystem aufzubauen. Aber das ist auch dringend notwendig, weil eben, wie gesagt, jeder Private für sich auch eine eigene Risikovorsorge begreifen muss, dass das wichtig ist. Ja, also ich wünsche mir, wie gesagt, dass wir städtischerseits mal ein Gesamtkonzept zusammenstellen, weil wir haben ja jetzt gerade nur, ich sag mal, drei, vier Beispiele genannt. Das geht ja noch wesentlich weiter. Das geht zur Gesundheitsvorsorge, das geht auch dahin, dass sich der Artenbestand hier in der Region verändert, dass Tierkrankheiten nach Norden rücken, die vorher nur in südlichen Bereichen da waren und so weiter und so fort. Also dass man einfach mal eine Gesamtperspektive hat und ein abgestimmtes Konzept. Und sich gemeinsam mit den Verantwortlichen von der Feuerwehr, also vom Katastrophenschutz bis hin zu den
jenigen Ämtern, die in der Bauleitplanung halt weit voraus planen und auch, ich sag mal, Gebäude planen, die dann auch die nächsten 50, 80 Jahre stehen, mal zusammensetzt und da ein Gesamtkonzept schmiedet. Also zunächst einmal sehe ich einen Riesengewinn darin, wenn überhaupt für das Thema sensibilisiert wird. Also ich glaube noch nicht, dass bei jedem angekommen ist, was in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt an Veränderungen und dass wir es auch in der Hand haben, darauf zu reagieren, möglichst sinnvoll und abgestimmt. Und darüber hinaus verspreche ich mir, dass durch, ich sag mal, die vielen einzelnen Beispiele, die dann zustande kommen, je nach Gelegenheit, wo jemand wohnt, welche Möglichkeiten er hat und so weiter, viele Ideen zusammenkommen, die dann über das normale Maß hinausgehen und ich sag mal, ein Ideenpool zustande kommt, sodass im Grunde genommen Hand in Hand sowohl die Stadt wie auch der private Bauherr, der Mieter und so weiter, ich sag mal, aus einem Portfolio an Ideen schöpfen können, was wir insgesamt zusammen machen können.